Hallo liebe Dartsportfreunde, um die Harrows Atrex geht's in diesem Video. Viele Gewichte, mittelstarker Grip, schönes Design, 95% Tungsten und dennoch etwas günstiger als manch andere Darts. Mehr muss ich nicht sagen. Intro und ab geht's mit schönen Bildern und allen Details. Die Harrows Atrex erinnern mich ein wenig an den Stil von den Fire Inferno oder auch den Ice Recut. Kennt ihr die noch? Das waren beide Darts mit 90% Tungstenanteil für rund 80 Euro. Und die Harrows Atrex haben jetzt gar 95% Tungstenanteil und sind aber etwas preisgünstiger. 72 Euro. Grip und Form sind toll gemacht, wirkt auf den Bildern auch stärker, als er sich dann eigentlich anfühlt. Grip Level 2,5, so 3 von 5 würde ich die jetzt einstufen, also wirklich schöner, durchgängiger, mittelstarker Grip. Gerade das eingefräste Profil, das man so silbern sieht, ist interessant gemacht und macht aus den Darts, je nachdem jetzt von welcher Seite man sie betrachtet, einen auch gut zu spielenden Hingucker. Muss man auch sagen, spielen sich wirklich gut. Sonst ist das gesamte Barrel eigentlich nur mit einem relativ engen, aber auch feinen Ringgrip-Profil versehen. Sieht man dann auch hinten zum Beispiel beim Abschluss schön, da in Rot und Silber mit den Highlights, was mich auch so ein kleines bisschen an die typischen vier Ringe bei Johnny Clayton Darts so erinnert. Ich finde das so ein klassisches, aber auch schönes Element. Die Atrex gibt es in 18 Gramm als Softtip und dann in 21, 22, 23, 24, 25 und 26 Gramm Steeltip. Da gibt es echt Auswahl. Das Barrel ist immer 51 mm lang, aber klar, variieren tut dann der Barrel-Durchmesser und zwar von 6,5 mm bei den leichten 21 Gramm Varianten bis hin zu 7,1 mm maximal bei der 26 Gramm Variante. Ich habe hier so ein bisschen die Mitte, also die 23 Gramm Variante, die bei mir jetzt gemessen auf 6,7 mm Durchmesser weiter vorne kommt, also Maximaldurchmesser, und nach hinten hin verschlankt sich das Ganze dann so ein bisschen etwas hinter dem Schwerpunkt, bei mir so auf 6,6 mm und dann ganz hinten zum Schaftende sind es dann nur noch 6 mm. Und wo ich gerade den Schwerpunkt erwähne, bei 51 mm Barrellänge würde er zentral bei genau 25,5 mm liegen, wenn wir hier zylindrisches Barrel hätten mit genau mittigem Schwerpunkt. Tatsächlich liegt er aber aufgrund der vorn etwas dickeren und hinten eben etwas tapered auslaufenden Form bei Barrel Only ganz leicht nach vorn versetzt. Mit den 26 mm Standard Points, die hier eingepresst sind, sind es dann nach vorne 24 mm und nach hinten dann eben 27 mm. Schraubst du das mitgelieferte Setup auf, dann kehrt sich das direkt um. Dann sind es nämlich nach vorn 27 mm vom Center of Gravity und nach hinten dann 24. Also der Schwerpunkt kommt minimal nach hinten, ist aber, finde ich, insgesamt erstaunlich ausgewogen. Das trifft auch auf das Gewicht und die Fertigungspräzision zu, denn wenn ich die Barrel hier mal durchwiege, dann sind es bei mir, wie gesagt, 23 Gramm Variante, der erste bei 23,05 Gramm, der zweite bei 23,03 Gramm und das dritte Barrel kommt bei mir auf 23,06. Das sind dann gerade mal 0,03 Gramm Unterschied, match-weighted, top. Dann zeige ich euch hier noch mal ein paar lockere Aufnahmen aufs Board. Einfach mal so ins Blaue, also eigentlich eher ins Grün-Rote oder Schwarz-Weiße gespielt. Heute mal ganz ohne Cricket und Co. Ich bin gerade wieder ein bisschen dabei, meinen Wurf ein bisschen ja, anders anzutrainieren, beziehungsweise mir blöde Angewohnheiten abzutrainieren. Den Ring und den kleinen Finger, den habe ich zu oft immer noch irgendwie an der Barrel Nose oder am Point und das ist eigentlich nichts Gutes. Ich versuche es gerade abzugewöhnen, diese Finger überhaupt irgendwie am Barrel zu haben. Wenn ihr Gabriel Clemens mal beim Werfen gesehen habt, der kleine Finger, der zeigt immer schön brav nach oben in die Luft. Die Darts selber, ich würde mal sagen, sind jetzt nicht so die idealen Einsteiger-Darts. Die tun sich wahrscheinlich leichter mit einem Dart, der einen breiteren Unterbrecher hat und vorne wie hinten unterschiedliche Grip-Arten zur Orientierung. Hier ist halt alles mehr oder weniger eine einheitliche Grip-Art. Vorne halt 30, 37 mm noch mit den Querfräsungen versehen. Das kann man auf jeden Fall mit den Fingern ganz gut
spüren. Und auch ein bisschen vom Durchmesser her, wenn man da sensibel ist, denke ich, findet man da intuitiv auch so um den Schwerpunkt herum seinen Griff am Dart. Von daher denke ich aber, für Fortgeschrittene ist es auf jeden Fall was. Und dann aber ganz egal, ob du Front-, Middle- oder Rear-Gripper bist, weil, wie gesagt, eigentlich der Grip durchgängig ein feiner Ringgrip ist, sollte soweit also taugen. Zum Fazit fasse ich mich kurz. In 23 Gramm, auch mit dem Original-Setup, liegen mir die Darts ganz gut. Habe ich echt Spaß damit gehabt. Sehen auch gut aus, finde ich. Da hat Harrows echt wieder was Solides zu einem, finde ich, angemessenen Preis abgeliefert. Probiert sie gerne mal aus, wenn ihr dazu kommt. Und wenn euch Reviews wie dieses gefallen und ihr auch weitere, wie zum Beispiel von den Chizzy Darts, den Damon Hatter, Bo Greaves, die neuen MVG oder auch Johnny Clayton Darts nicht verpassen wollt, na dann, abonniert doch sehr gern den Kanal und die Glocke kann sich auch lohnen, denn monatlich werden bei mir Dartsets und andere Giveaways verlost. Und ich möchte, ehrlich gesagt, auch mein großes Ziel, die 10.000 Abonnenten erreichen. Denn dann kommt mein eigener Dart auf den Markt. Auch dazu gibt es in Kürze Einblicke. Also, Abo dalassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal sage ich danke fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.